Hallöchen. Ich möchte dir heute ein bisschen erzählen, wie ich Heilpraktikerin geworden bin, beziehungsweise etwas über den Beruf der Heilpraktikerin und auch ein bisschen was über den Psych-HP. Will aber am Anfang dazu sagen, dass ich meine Prüfung 2005 gemacht habe und meine Ausbildung 2002 angefangen habe. Das heißt, es ist schon ein bisschen eine Weile her. Ich weiß nicht, ob sich da Dinge verändert haben. Aber alles, was ich jetzt sage, teile ich gern mit dir und sind einfach meine persönlichen Erfahrungen und meine persönliche Meinung und so, ne? Also, das war mir einfach wichtig, das jetzt vorher zu sagen. Es ist ja immer so, aber irgendwie, ja, mach dir dein eigenes Bild und ich teile hier meins mit dir. Ich fange mal bei mir an. Ich hatte 2000... Ja, 2000 bin ich nach Berlin gezogen mit einer Freundin zusammen und die hat an der Samuel-Hahnemann-Schule, wo ich auch gelernt habe, ihre Heilpraktiker-Ausbildung gemacht. Und die hat mich immer mitgenommen, da gab es so offene Tage und auch die Homöopathietage. Das war so ein Wochenende, wo Menschen aus einer ganz persönlichen Perspektive ihre Geschichten erzählt haben über bestimmte homöopathische Mittel. Und es hat mich immer so berührt, das war so eindrücklich, dass ich unbedingt diese Homöopathie lernen wollte. Ich wollte an diese Schule, ich habe das Umfeld einfach geliebt. Ja, das ist eine ganz herzliche Atmosphäre, eine sehr familiäre Atmosphäre dort und wirklich eine richtig gute Schule. Ich sage immer gerne, es ist die beste Schule Deutschlands, weil ich da war vielleicht, aber ja, also ich kann die wirklich von Herzen weiterempfehlen. Und ja, ich war dann halt an dieser Schule, habe diesen Unterricht mitbekommen oder diese Homöopathietage und war total begeistert. Ja, die sind zweimal im Jahr, ist kostenlos, kannst du vielleicht auch mal hingucken. Und ich habe nur gerade nachgeforscht, ob da so ein Piepton in der Kamera ist. Ich habe nämlich meine andere Kamera, meine eigentliche, ist gerade in der Reparatur und jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen Angst, dass alle Kameras Pieptöne haben. Ja, so. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert, war an der Uni Potsdam, habe da Erziehungswissenschaften studiert und habe mein Grundstudium abgeschlossen. Und auf der Belohnungsreise habe ich aber gemerkt, dass ich das nicht weitermachen will und hatte so eine Vision, dass ich irgendwann mal so ein Zentrum habe, wo ich Menschen einlade, irgendwo in der Natur, wo die gestressten Städter hinkommen können und sich erholen, ausspannen und Therapie machen oder einfach da ihre Dinger aufarbeiten, die Themen aufarbeiten, die bei ihnen da sind. Und mit dieser Vision bin ich zu meinem damaligen Heilpraktiker und ja, das war so ein Riesending. Ich dachte, boah, wie soll ich da jemals hinkommen? Ja, so ein Zentrum. Und er hat dann gefragt, Kathi, was ist der nächste kleine Schritt darauf zu? Und dann habe ich gesagt, dann muss ich Heilpraktikerin werden. Ja, gesagt, getan. Ich habe mich dann da angemeldet an der Schule. Allerdings war das genau im Sommer und es hatte gerade der neue Kurs angefangen, also ich fange immer im Februar an, musste ich noch ein bisschen warten und ein bisschen Zeit überbrücken, aber dann habe ich dort angefangen. Die Samuel-Hahnemann-Schule ist eine Schule, wo du eine Vollzeitausbildung hast, das heißt, du hast jeden Tag 5 Stunden und viele Wochenenden auch. Also es ist eine sehr fundierte Ausbildung, wo du sowohl Anatomie als Pathologie, als auch Pathologie hast, aber auch Therapiefächer. Ja, also das ist für jemanden geeignet, solche Art von Schulen. Da gibt es ja auch noch ein paar andere, die auch dieses Konzept verfolgen, wo du halt einerseits auf die Prüfung vorbereitet wirst, wo ja nur Anatomie und Pathologie abgefragt wird, ja, beim Amtsarzt. Der überprüft einfach nur, ob du eine Gefahr für die Volksgesundheit bist. Das ist sozusagen der Titel, den du dann erwirbst. Da musst du ganz viel auswendig lernen, verstehen, wie das Herz funktioniert, wie der Körper funktioniert. Über die Krankheit musst du Bescheid wissen und so. Das ist an der Schule auf jeden Fall sehr fundiert. Das ist so der eine Strang. Und dann gibt es noch ganz viele Therapiefächer, die du lernen kannst. Ja, da kannst du Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, du kannst Homöopathie, du kannst Akupunktur lernen, du kannst Shiatsu lernen, du kannst massieren lernen. Ja, also wirklich
du kannst in alle möglichen Sachen reinschnuppern oder halt kennenlernen und viele Fächer sind so ausführlich, dass du wirklich dazu dann danach eine gute Grundlage hast, um damit loszulegen. Und das ist der Unterschied, ein großer Unterschied zu vielen anderen Schulen, weil es gibt auch die Möglichkeit, dass du nur einen Kurs belegst, wo du Anatomie, Pathologie hast. Das heißt, nur auf die Prüfung vorbereitet wirst. Ja? Und für mich war das halt nichts, weil ich sozusagen noch nichts anderes konnte. Was sollte ich mit diesem Titel anfangen? Und ich wollte ja auch diese Homöopathie lernen. Darum ging es mir ja. Und die meisten, die jetzt diesen Strang machen, nur Anatomie, Pathologie zu lernen, die haben meistens schon irgendeine Fähigkeit, ein Fach, was sie dann, oder ein Handwerkszeug, womit sie praktizieren wollen. Also man kann bis zu 3 Therapieformen sich auf die Visitenkarte schreiben. Und Heilpraktiker heißt eigentlich nur, dass du diese Prüfung abgelegt hast und dass du die keine Gefahr für die Volksgesundheit bist. Was du dann damit machst, das ist wirklich so frei. Das ist halt auch ein bisschen das Problem, weil es halt nicht sehr geschützt ist, so dieser Begriff. Ne? Das heißt nur, dass du diese Prüfung gemacht hast. Und wenn ich das jetzt so sage, Anatomie, Pathologie, dann spreche ich immer von dem großen HP. Und es gibt halt auch noch den Psych-HP, Heilpraktiker für Psychotherapie. Da hast du nur, in Anführungsstrichen, lernst du nur die ganzen psychischen Aspekte, die psychischen Krankheiten. Du lernst nicht so viel über den Körper. Ja, oder über körperliche Krankheiten. In dem Großen ist der kleine Psych-HP mit drin, deswegen ist es auch der kleine sozusagen, die kleine Schwester vom großen Bruder. So, ja. Und der Unterschied zwischen den beiden ist auch noch, dass du bei dem Großen, da darfst du auch Pflanzentees verabreichen oder verschreiben, du darfst homöopathische Mittel geben, du darfst die Personen oder die Klienten berühren, du darfst sozusagen Massagen, Shiatsu, Akupunktur und sowas machen. Und bei dem Psych-HP, also Heilpraktiker für Psychotherapie, da darfst du nur in Anführungsstrichen Gespräche führen. Familienaufstellungen darfst du damit machen. Also nichts, wo du etwas gibst, etwas Physisches gibst, also homöopathische Mittel oder Tee oder Akupunkturnadeln setzen. Und du darfst die Person auch nicht berühren. Also Yoga-Lehrer dürften es machen, wenn sie ihre Schüler nicht berühren oder sowas. Ne? Aber also Gespräche kann man damit führen. Und ja, viele machen das einfach, um einen Titel zu haben, weil das in der Außenwelt gut ankommt. Würde ich jetzt mal sagen, viele geht es weniger um das Wissen, also so wie ich das zumindest wahrgenommen habe. Ne? Also, bitte verurteilt mich nicht, das ist einfach das, was ich so mitgekriegt habe. Und das kann ich euch dazu sagen. Was ich jetzt so über die Jahre gemerkt habe, ist, dass an vielen Schulen, auch leider an meiner, sozusagen, wir haben zwar gelernt, wie ich eine Praxis führe, also wie schreibe ich Rechnungen, wie mache ich meine Steuererklärung und so, aber so dieser ganze wirtschaftliche und Marketingaspekt, der kommt da zu kurz. Ja? Also das muss man sich dann auf dem Weg aneignen, wie mache ich so meinen Fuß in die Praxis, in die Tätigkeit damit, dass ich da Geld verdiene. Ja? Und das war auch wirklich so ein schwieriger Aspekt, wenn du erstmal irgendwie so ein Standbein hast oder einen Fuß in der Tür hast sozusagen, dir ein Klientel aufgebaut hast, dann ist es schön, aber du musst erstmal dahin kommen. So, ne? Ich habe am Anfang sehr viel massiert, habe einfach damit meine Basis verdient und das mache ich auch heute noch, dass ich da, wenn ich sozusagen nicht genug mit meiner Praxis verdiene, dass ich dann halt massiere, wobei ich ja gerade unterwegs bin, auf Reisen bin und du darfst der Heilpraktikerin nur sein, wenn du einen festen Ort hast. Ja, deswegen mache ich im Moment nur Online-Coaching oder halt in den Retreats, für die Leute, die bei mir sind sozusagen.
Aber du musst auf jeden Fall einen festen Ort haben, um Heilpraktikerin zu sein. Es gibt auch Heilpraktikerpraxis, kenne ich eine Kollegin, die macht sozusagen Hausbesuche, die hat eine Hausbesuchspraxis. Das ist möglich, aber du musst dich an jedem einzelnen Ort, wo du Patienten hast, Klienten hast, musst du sozusagen dich anmelden. Ja. Das ist jetzt erstmal das, was ich, glaube ich, dazu sagen kann. Wenn du noch weitere Fragen hast, wenn noch was offen ist, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Was mir gerade noch einfällt, Heilpraktikerschulen sind meistens so, dass du die selber finanzieren musst. Das sind Privatschulen. Und an der Schule, an der Samuel-Hahnemann-Schule, gibt es aber auch arbeitsamtgeförderte Klassen oder die Möglichkeit, also da kannst du echt mal nachgucken, weil diese Prüfung, diese Ausbildungen sind natürlich auch sehr teuer, also nicht nur die Ausbildung an sich, auch die Bücher, die Prüfungen und was man da alles so braucht. Aber es waren wirklich drei wunderbare Jahre, die ich da verbracht habe an dieser Schule. Ich habe ja dann noch 3 Jahre rangehängt, weil ich nicht weg wollte und habe eine Dozentenausbildung gemacht, habe ja dann auch noch 4 Jahre dort als Dozentin gearbeitet, als Homöopathie- und Körperarbeitsdozentin und ja, also es ist wirklich ganz, ganz schön und ich freue mich wirklich über jeden, über jede, die Heilpraktikerin wird, Heilpraktiker, weil es einfach, ja, wenn du da eine ganzheitliche Sichtweise auf die Welt hast, dann ist es einfach wunderbar und diese natürliche Art der Arbeit. Jetzt fällt mir noch was ein, was auch sehr speziell ist an dieser Schule, was nicht viele Schulen haben, also was du auch gucken kannst. Und zwar haben wir an unserer Schule 2 besondere Sachen noch gehabt. Wir hatten einmal ein Ambulatorium, das heißt, wir haben ab dem 2. Schuljahr haben wir echte Patienten behandelt. Ja, unter Supervision, also da saßen Lehrer daneben und noch 2 andere Schüler. Und du hast aber ganz alleine die Anamnese geführt, also das Gespräch geführt mit den Patienten. Es war ein Homöopathie-Ambulatorium, gibt es aber auch für andere Fächer. Und da konntest du wirklich praktische Erfahrungen sammeln und hast ein Feedback von deinem Dozenten bekommen. Das ist wirklich was richtig Tolles. Also auch wenn du jetzt gerade fertig bist oder dabei, es ist immer gut, sich auch ein Praktikum zu machen beim Heilpraktiker. Es gibt nicht viele, die das zulassen, weil es auch eine sehr intime Arbeit natürlich ist, eine sehr persönliche Arbeit. Aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen, um einfach, ja, einen echten Eindruck zu bekommen. Und das andere, was an dieser Schule besonders ist, wir hatten Supervision. Supervision alle 2 Wochen, weil an unserer Schule, an der wo ich war, war sehr groß geschrieben die Therapie des Therapeuten. Mit dem Hintergedanken, dass du natürlich einmal durch deine Eigentherapie sehr viel lernst, ja, wie geht der Therapeut mit dir um. Und natürlich, dass du aufgeräumt bist, ja, dass du deine Themen klärst, die da sind. Und weißt, wir haben so den Satz gehabt, du kannst deinen Patienten nur so weit begleiten, wie du selber gegangen bist. Ja, und wenn ich jetzt mein Thema mit der Depression aufgearbeitet habe oder mit meiner Kindheit, da, was da auch immer war, wenn ich damit gearbeitet habe, dann kann ich auch die anderen Menschen da drin begleiten. So, ja. Ich muss jetzt nicht explizit jedes Thema, aber es ist schon so zu beobachten, dass halt Ähnliches sich anzieht und dass halt Menschen zu mir finden, die ähnliche Themen haben, die auch mit Selbstliebe kämpfen, so, ne? Die sich selbst anzunehmen oder die ganz viele Selbstzweifel haben, die viele Liebesthemen haben, Beziehungsthemen. So, ne? Ich habe ganz viel mit Frauen zu tun, weil mich einfach das Frausein sehr interessiert. So, ne? Und so Menschen lockst du dann auch, werden dann irgendwie angezogen durch die Felder. Ja, das ist auch noch was Besonderes und fand ich als, habe ich als sehr wertvoll empfunden. Ja, so, ich glaube jetzt war es das. Wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, dann schreib das in die Kommentare und dann versuche ich sie so gut wie möglich zu beantworten. Ja, ich hoffe, du konntest da ein paar hilfreiche Informationen rausziehen und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten kommen hier jetzt noch 2 weitere Videos
Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.